immer wieder gern vorangeht der rot-rot-grüne Senat in Berlin ins juristische Abenteuerland. 2020 war das der Mietendeckel, mit dem er die zu stark steigenden Mieten in der Stadt bekämpft. Den Erfolg kennst du, wenn du eine Wohnung in dieser Stadt suchst. Das Kleingedruckte solltest du gar nicht mehr lesen, wenn du noch ruhig schlafen willst. 2021 soll jetzt ein deutschen Deckel für die Verwaltung kommen. Mit dem will der Senat die einfach zu starke Ausbreitung von Biodeutschen in der Verwaltung bekämpfen. Das heißt bei der Polizei, bei der BVG, bei Gerichten und so weiter. Das klingt spannend und fortschrittlich, das müssen wir uns mal genauer ansehen. Ja, einen deutschen Deckel, also den kündigt Katharina Nivijalan, die Integrationsbeauftragte des Senats. Und das klingt dann so. Es geht darum, den Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung zu erhöhen. Und zwar verbindlich. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben und auch keine Lust mehr haben, aufgrund ihrer Herkunft ständig auf Barrieren zu stoßen. Das klingt irgendwie logisch. Deutschland macht Platz für sehr, sehr viele Einwanderer und da können sich nicht überall im Staatsapparat diese Eingeborenen breitmachen, die nur deutsche Vorfahren vorzuweisen haben. Die tun so, als ob denen das ganze Land gehört. Das geht so nicht weiter. Der Senat greift also nun durch und stellt eine verbindliche Migrantenquote auf, um diese überproportionale Verbreitung von blonden, blauäugigen Biodeutschen in den Berliner Amtsstuben zu unterbinden. Das Merkmal Migrationshintergrund wird ähnlich wie bislang Frau oder schwerbehindert als positives Einstellungsmerkmal hinterlegt. Schon im Auswahlverfahren müssen Migranten entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung eingeladen werden, solange die Bewerberinnen und Bewerber ausreichend für die Stelle qualifiziert sind. Wie genau das gehen soll, weiß man noch nicht. Ob du eine Frau bist, steht im Personalausweis. Wenn du schwerbehindert bist, hast du einen Behindertenausweis. Wie du aber nachweist, migrantische Wurzeln zu haben, das wissen wir noch nicht so genau. Aber es gibt ja Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Dieses Dokument hier zum Beispiel, der Ahnenpass oder volkstümlich Arier-Nachweis. Der geht auf die Nürnberger Rassengesetze von 1935 zurück. Die haben zwischen Deutschen, Juden und Mischlingen unterschieden, je nach Eltern bzw. Großeltern auch Halb- oder Vierteljuden. So hat Katharina Nivijalan uns das ja für die Migrantenquote auch erzählt. Es kommt darauf an, ob du in der zweiten oder dritten Generation hier lebst. Das heißt, es kommt auf deine Eltern oder Großeltern an. Natürlich gibt es hier auch immer Zweifelsfälle oder du kannst es vielleicht nicht genau beweisen. Das Problem gab es bei den Nürnberger Rassegesetzen aber auch schon. Es gab immer wieder Zweifelsfälle, bei denen man nicht genau wusste, wie man sie einordnen sollte, sogar sehr prominente. Bei Josef Goebbels zum Beispiel war man sich alles andere als sicher, ob der wirklich rassisch rein ist. Aber für dieses Problem gab es damals eine einfache Lösung. Der Reichsmarschall Hermann Göring hat nämlich festgelegt, wer Jude ist und wer nicht, das bestimme ich. Punkt. Auch an dieser bewährten Handhabungsweise nimmt sich also der rot-rot-grüne Senat jetzt ein Beispiel. Die Migrantenquote soll nämlich nicht nur für nachweisliche Migranten gelten, sondern auch für jene, die rassistisch diskriminiert werden oder denen nach eigenen Angaben ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, unter anderem durch Hautfarbe, Sprache, Namen oder Religion. Dass ausgerechnet der rot-rot-grüne Senat hier an braune Traditionen anknüpft und die Menschen nach ihrer Abstammung sortiert, hat zumindest rein farblich eine gewisse Logik, denn wenn du rot und grün mischst, bekommst du nun mal braun. Natürlich bleiben hier noch Fragen offen. Genügt zum Beispiel eine Oma aus Ostpreußen oder aus Schlesien oder aus Österreich? Das wäre heute eine Einwanderin, aber damals gehörte das alles zum Reichsgebiet. Und wie ist es zum Beispiel, wenn du selbst in Kanada geboren bist, aber deine Eltern sind Biodeutsche und waren einfach nach Kanada ausgewandert? Und wenn du dann auch noch blond und blauäugig bist, hast du dann eine Migrationsgeschichte? Fragen über Fragen, aber der Senat liebt es ja, mit gewagten juristischen Experimenten die Gerichte zu befassen. Gedacht ist aber zumindest an die Frage, was passiert, wenn die Migrantenquote mit anderen Quoten kollidiert, also zum Beispiel der schon genannten Schwerbehindertenquote oder der Frauenquote.
dann gilt folgende Regel. Bei gleicher Qualifikation würde weiterhin eine biodeutsche Frau vor einem migrantischen Mann eingestellt werden. Das heißt, hier ziehen nur die Männer den Kürzeren. Aber auch die biodeutschen Männer müssen nicht heulen. Die letzten hunderte Jahre waren immer sie es, die alle Stellen bekommen haben. Und auch bei 35% Quote bleibt noch viel für sie übrig. So, genug von den Problemen. Wir lenken unseren Blick jetzt lieber mal auf die Gewinner der neuen Regeln. Zum Beispiel Abu Chaka und seine Freunde. Die Clans haben es derzeit wirklich nicht leicht. Sie werden überall angefeindet, ausgegrenzt und diskriminiert. Die können ein bisschen Zuwendung wirklich mal gebrauchen. Die hat ihnen der Senat ein bisschen ja auch schon gegeben mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz. Dazu findest du ein Video über Pros und Kontras, ein bisschen objektiver als dieses Video hier, unter dem Knopf mit dem i. Mit dem Gesetz können sich die migrantischen Clans für Polizeikontrollen etc. ordentlich entschädigen lassen, wenn sie sich irgendwie diskriminiert fühlen und die Polizei das Gegenteil nicht beweisen kann. Die neue Quote geht aber jetzt noch ein bisschen weiter. Sie hilft diesen Menschen vielleicht sogar den Spieß einfach umzudrehen und einfach stärker in den Polizeidienst einzutreten. Das wäre doch ein gerechter Ausgleich. Und genau darauf arbeiten diverse Clans auch offensichtlich hin, indem sie gezielt versuchen, einzelne Familienmitglieder von Straftaten freizuhalten, um sie dann im öffentlichen Dienst unterzubringen. Die neue Quote nehmen wir da doch gerne noch mit. Hold up. Das sind doch gute Aussichten. Hier verwirklicht sich ein alter Traum linker Politik einen kleinen Schritt weiter, nämlich Menschen in Gruppen einzuteilen und dann Kämpfe zu entfachen. Früher hatten wir Klassenkampf, jetzt haben wir Rassenkampf. Zwischenzeitlich hatten wir den Geschlechterinnenkampf und was weiß ich noch alles. Es geht voran. Und so könnte einmal die schöne neue Welt der Migrantenquotenplanwirtschaft aussehen. Du willst eine Kneipe aufmachen? Pech gehabt. Deine Oma kommt aus Istanbul und die Osteuropa-Quote haben leider schon allerlei Griechen und Türken übererfüllt. Aber in der Verwaltung, da ist noch ein Quotenplatz für dich frei. Ja, was sagst du dazu? Voll daneben oder genau drauf? Schreib uns hier einen Kommentar. Und lass uns ein Däumchen da und nimm dir ein Abo mit. Glöckchen nicht vergessen.